Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch meine Fotografenhundeleine Nima vorstellen, euch zeigen, wie die Hundeleine anzulegen ist und was ihr sonst noch so beachten müsst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns. Bis dann! Zur tatkräftigen Unterstützung die Bailey mit dazu holt, um euch zu zeigen, wie wir die Fotografenhundeleine anlegen und wie sie zu nutzen ist. Ich habe mir hierfür die beige Hundeleine ausgesucht, weil sie sehr gut zu Baileys Fell passt, um sie dann später auch gut wegretuschieren zu können. Die Leine ist aus einem Stück gefertigt und vom Chihuahua bis zur Dogge stufenlos verstellbar. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal. Die Hundeleine hat ein sogenanntes Easy Locking System. Das heißt, ihr habt hier einmal ein Halsband integriert. Und dies ist das Locking-System, was ihr variabel und stufenlos vom Chihuahua bis zur Dogge verstellen könnt. Ihr stellt das Halsband auf die ungefähre Größe eures Hundes ein, zieht dann hier einmal beim Locking-System rüber und stellt das Halsband somit fest, sodass es sich nicht mehr zuziehen kann. Wenn wir das Halsband jetzt auf die ungefähre Größe des Hundes angepasst haben und wir merken, dass das Halsband doch noch ein kleines bisschen zu locker ist, verschieben wir es einfach ein Stückchen nach vorne, sodass es die perfekte Größe hat, ziehen das Locking-System von vorne nach hinten zu und haben so die Größe perfekt angepasst, sodass der Hund nicht mehr rausschlüpfen kann.